Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rümwelt. In der letzten Folge hatten wir erstmal einen größeren Piratenangriff, den konnten wir relativ einfach abwehren. Und ich muss hier vielleicht nochmal gucken, dass wir hier was abreißen, um die Wand zu bauen. Und da konnten wir, glaube ich, Komboa fangen. Komboa konnten wir nicht fangen, den hatten wir schon eine Folge davor gefangen. Bei den Piraten konnten wir leider niemanden fangen. Und ja, leider, wie ihr sehen könnt, kurz vor Ende haben wir jetzt einen Käferbefall bekommen. Sogar einen relativ starken, würde ich sagen. Das sind drei Kolonien. Ich denke mal, Kaschmir werden wir jetzt nicht mehr rausbekommen. Ich versuche sie auf jeden Fall mal. Vielleicht können wir sie eigentlich, ich muss mal kurz gucken, auch jemanden verbinden, genau. Wobei, ich versuche mal die Tiere nochmal ins Safe-Gebiet zu setzen. Und dann verringere ich das Safe-Gebiet jetzt nochmal hier. Aber ich denke mal, Kaschmir wird vermutlich nicht mehr rauskommen. Die werden nämlich jetzt gleich spawnen, die Käfer. Ihr habt mir auch ein paar Vorschläge dagelassen. Die werde ich auf jeden Fall versuchen, jetzt umzusetzen. Also, dass wir die Geschütze jetzt zum Beispiel hier nach oben verlegen. Und kein Name, also meine Idee war ja wirklich, von hier auch ein bisschen zu schießen. Und kein Name hat aber gesagt, dass es vielleicht, also über längere Distanz, also von hier aus zu schießen, die längeren Gänge zu benutzen, dass das ein bisschen besser wäre. Ich werde auf jeden Fall trotzdem jemanden hier positionieren und im Notfall halt somit die Käfer versuchen abzulenken. Aber erstmal lassen wir das jetzt so. Ich denke mal, Fanda, schick mal raus. Kommandant können wir dann eigentlich mal hier hinschicken. Dann, ja, Zwerg auf jeden Fall hier oben. Mike Lichti, kannst du. Nein, du kannst nichts machen, also du kannst nicht schießen. Eigentlich sollte ich mal alle anwählen. Ich glaube, das wäre am besten. So, dann schicken wir sie einfach mal alle raus. Kommandant, wie gesagt, hierhin. Und dann schaue ich mal. Ich glaube nämlich, alle habe ich jetzt nicht ausgewählt. Oh, das sind schon einige. So, Mike Lichti, komm mal hierhin. Ich denke mal, wir stellen Zwerg jetzt alle, beziehungsweise wir stellen alle mal mit Scharfschützengewehren an die lange Seite oder an diese Seite halt. Dann haben wir Mr. Funny Gameboy hat noch ein Scharfschützengewehr. Ja, ich denke, Kaschmir kriegen wir nicht mehr raus. Pippi vielleicht. Nee, Pippi wird es auch nicht überleben. Aber das, ja, konnte ich jetzt nichts machen. Das sind halt etwas ungünstig gespawnt. So, jetzt schauen wir nochmal hier. Basti, kannst du? Du kannst schießen, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, das kriegst du das Energieschild mal weg. Du wahrscheinlich auch, Master Chief auch. Und Mike Lichti ist ja der Einzige, der nicht schießen kann. So, dann versuche ich das mal so. Also ich stelle jetzt erstmal so auf, dass hier die Scharfschützen ein bisschen schießen können. Vielleicht kriegen wir da schon den ein oder anderen platt. Und dann geben wir einfach mal hier noch den anderen drei Kolonisten ein paar ganz normale Waffen. So. Gut, und das Safe-Gebiet von den Tieren werden wir jetzt noch ein klein wenig verkleinern. Weil hier will ich sie eigentlich auch nicht haben. Und hier drinnen jetzt auch erstmal nicht. Ich hätte eigentlich ein neues Gebiet machen können. Ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen schlauer gewesen. Aber jetzt habe ich es so gemacht. So, Mr. Funny Gamer steht hier, Kommandant steht hier. Und ich denke mal, Krix ist hier hinten noch. Krix kann auf jeden Fall auch mal noch mitschießen. Ich hoffe, dass ich jetzt erstmal keinen übersehen habe. So, an sich funktioniert das mit den Scharfschützengewehren eigentlich schon ganz gut. Wir können aber trotzdem noch ein paar Geschütze verlegen. Also, dann würde ich mal sagen, installieren wir auf jeden Fall. Ja, hier vielleicht ein Geschütz. Und hier vielleicht eins. Ich habe halt die Befürchtung, dass die dann explodieren, wenn sie von den Käfern angegriffen werden. Aber schau mal, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt unsere eigenen Kolonisten nicht gleich abballern. So. Und vielleicht ein bisschen hier mal vorrücken. Also ich versuche jetzt erstmal die hier auszuschalten, die hier unten sind. Hier kommen auch noch welche. Wir könnten vielleicht von hier oben schießen. Das könnten wir auch probieren.
So, das erste Geschütz wäre schon mal da. Das zweite Geschütz wäre auch schon mal da. Sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da oben auch schießen können. Ja, sieht sehr gut aus. Die greifen uns auch oben noch nicht an. Das ist sehr gut. Okay, wir spielen das jetzt langsam. Also ich will hier wirklich keinen verlieren, wenn das geht. Können hier noch ein bisschen nach vorne rücken, würde ich sagen. Ja, der hier steht so ein bisschen schlecht. Der läuft da immer hoch und runter. Wobei, jetzt müssten wir ihn eigentlich kriegen, oder? Jawohl. Vielleicht die hier nochmal ein bisschen anders erstellen, wobei, passt an sich. So, jetzt könnten wir gucken, jetzt könnten wir zum Beispiel Kommandant hier mal durchschicken. Und er könnte eigentlich mal hier die Kolonie angreifen. Und jetzt kommt auch schon der erste Käfer. Und der geht auch wieder zurück, okay. Also da passiert jetzt erstmal nichts. Hier oben, ja, die machen auch nichts, okay. Dann können wir hier nochmal durchgehen, würde ich sagen. Ah, der kleine Käfer ist halt so schnell. Ich weiß nicht, wie wir den kriegen sollen. Also ich hätte gern, dass wir erst die Kolonie irgendwie ausschalten. Wobei, wir haben einen Tag Zeit. Also das müsste eigentlich doch hinhauen, oder? So, den haben wir jetzt erwischt. Rein, Tür verbieten. Ah, natürlich greift er jetzt die Tür an. Jetzt muss ich mal gucken, Kommandant, kannst du die reparieren? Sehr schön, okay, die ziehen sich ein bisschen zurück. Okay, ich denke mal, da werden sie nicht durchkommen, nee. Wir könnten nochmal versuchen, die Geschütze noch eins weiter nach vorne zu verlegen. Vielleicht auch hier ein Geschütz hin. Machen wir das mal hier. So. Ich weiß nicht, die anderen werden wahrscheinlich demnächst Hunger kriegen. Also ich darf das auch nicht vergessen. Sonnenfinsternis ist vorbei. Na, das bringt nichts. Wir müssen ein bisschen weiter vor, glaube ich. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Eine Riesenspinne und ein Höhlenkäfer, oder? Ich glaube, der Rest ist kaputt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Nicht so weit nach vorne. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Erstmal hier rein. Und, oh, Kommandant, vorsichtig. So, ich denke, die haben wir jetzt ausgeschaltet. Dann können wir eigentlich mal weiter vorrücken. Doch, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Komm schon. Oh, okay. Wow, nicht in die andere Kolonie. No. Das sieht schlecht aus. Vielleicht nicht alle in denselben Raum. Nein, Chrissy, lauf. Rein mit dir. Gut, Depsilon, du kannst dich mal hier hinstellen, Kommandant. Ihr könnt mal hier im Nahkampfangriff das hier angreifen. So, und ich denke mal, wir können eigentlich hier mal rausgucken. Und die Riesenspinne noch erledigen. Sehr schön. Ich glaube, wir haben alles. Jetzt dürfen eigentlich alle wieder rein. Sehr gut, Tiere dürfen ins Arbeitsgebiet. Puh, ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Aber es sieht gut aus. Pippi wird versorgt. Könnte sein, dass sie natürlich den Nachwuchs verliert. Oh, das war jetzt... Oh, 10 Minuten haben wir dafür gebraucht, glaube ich. Wow. So, halt jetzt noch schnell gucken, dass wir hier die Sachen kaputt kriegen. Ich würde sagen, Chrissy isst jetzt mal noch kurz was. Ist natürlich verletzt. Dann müssen wir auch gleich gucken, dass Chrissy versorgt wird. Und kriegst du, darfst eigentlich mal gucken, dass du hier die Kolonie weiter, nicht beschießen, angreifen.
Na, das hat ja super geklappt. Und da oben noch. So, kann eigentlich mal noch jemand Chrissy versorgen. Vielleicht Kriegs. Ja, Kriegs ist natürlich am Boxen. Dann machen wir das halt so. Und Mr. Funny Gameboy, du kannst den Rest erledigen. So, noch eine Vorratskapsel. Oh, Plastall. Sehr schön. Können wir eigentlich. Okay, können wir lassen. Das ist zu weit weg. Die Boomratte, ja, die darf ich wieder nicht schlachten, weil sonst geht sie ja wieder in die Luft. Dann lasse ich sie einfach mal hier draußen. Und ich denke mal, Chrissy sollte, ja, wird es auf jeden Fall überleben. Sehr schön. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir die Geschütze wieder hier unten installieren. Und das natürlich auch. So, und wer hat jetzt noch einen Zusammenbruch? Schwer, Chrissy. Ja, hat ein bisschen Hunger, aber das sollte an sich alles passen. Und wir haben natürlich jetzt ganz viel, ja, ganz viele Insekten, die wir schlachten können. Aber ich glaube, wenn wir die Insekten schlachten und daraus leckere Mahlzeiten kochen, dass die, wenn die Kolonisten das also essen, dass da ein negativer Malus kommt, dass es ein Insektenfleisch ist. Aber wir schlachten es trotzdem und ich denke mal, ja, wir machen das einfach. Wir können eigentlich auch mal vielleicht sogar lecker, nee, üppige Mahlzeiten draus machen. Das wäre nämlich vielleicht sogar noch besser. Ich schau mal kurz, wie weit wir mit dem Kochen sind. 11er Koch haben wir, 8er, 6er, 7. Ja, ich denke mal, üppige Mahlzeiten können wir auf jeden Fall herstellen. Und ja, wenn wir schon dabei sind, können wir eigentlich auch nochmal hier ein paar Holzbetten bauen. Ich bin gerade richtig froh, dass wir echt keinen Kolonisten verloren haben. Da war ich so ein bisschen in Panik, dass Chrissy draufgehen könnte. Aber es hat doch extrem gut geklappt. Also beim nächsten Mal sollte, also wenn die da nochmal spawnen sollten, dann dürfte das kein Problem werden. Aber wenn sie mal wirklich verwinkelt spawnen, wo ich die langen Gänge nicht ausnutzen kann. Zum Beispiel hier drin oder so, dann weiß ich noch nicht so genau, was ich machen werde. Aber glücklicherweise sind sie ja hier gespawnt und es hat ja so ganz gut funktioniert. So, die Tiefenbohrung haben wir auch fertig. Und dann mache ich als nächstes den Tiefenscanner, wie gesagt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich hatte ja eigentlich den Plan, dann die Energierüstung zu machen und dann eventuell erst schmieden. Aber ich schaue nochmal, je nachdem, wie es weitergeht. So, hier ist der Anwerbungsversuch drin. Die Mauer haben wir auch noch nicht angefangen zu bauen. Das sollten wir vielleicht mal tun. Was haben wir denn hier? Jade, die können wir natürlich auch gerne abbauen. So, und hier natürlich dann nochmal hier was hinbauen. Und ich hatte ja gesagt, ich würde gerne Dreierreihe bauen. Deswegen bauen wir hier außen auch nochmal eine Reihe aus Sandstein. Und eigentlich könnten wir hier auch nochmal eine Sandsteinmauer hinbauen. Und vielleicht bauen wir das dann hier auch mal komplett zu. Ja, ich denke, das sollte an sich so ganz gut funktionieren. Habe ich eigentlich den Stier schon rübergeschickt? Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich war eigentlich nur fokussiert auf die. Ja, Gruppe startbereit, okay. Ich war nämlich nur fokussiert auf die Käfer, dass wir das die Folge hinkriegen und dass ich das auch sehr, sehr vorsichtig spiele. Und es mir auch einigermaßen gelungen, denke ich. Wir haben hier noch eine Menge Fleisch. Also in der ersten Kolonie müssen wir gleich nochmal gucken, weil da sieht's aus, als ob unsere Kolonisten demnächst verhungern werden. Aber die Kartoffeln sind auch bald erntebereit. Dann würde ich sagen, ernten wir mal ein bisschen was. Dann kann Voseline auf jeden Fall ein paar leckere Mahlzeiten kochen. Machen wir mal zwei Stück erstmal für unsere anderen Kolonisten und dann schneiden wir noch ein paar Kartoffeln. Och nee, Wuseline, kotzt doch nicht auf den Boden. Das ist eklig. Sehr schön. Und jetzt, Moment, nein, doch, okay, machst du schon. Sehr schön. So, hier ist noch ein bisschen Boden, den können wir auch abreißen.
Und Voseline, kannst du noch ein bisschen kochen, wenn du schon dabei bist, oder? Sehr schön. So ein paar leckere Mahlzeiten auf Vorrat können nämlich nicht schaden. Ich würde sagen, wir brauchen nicht mehr zu ernten. Das wird schon alles gemacht. Wunderbar, wunderbar. Den Tieren werden wir jetzt erstmal nichts beibringen. Erst wenn wir genug Nahrungsmittel angehäuft haben. Aber wir können definitiv hier wieder ein bisschen Stahl reinlagern. Wobei ich glaube, doch noch zwei Kapseln kriegen wir mit dem Stahl voll. Wobei ich vielleicht auch lieber mal noch was anderes rüberschicken möchte. Ich muss mal gucken, was wir noch haben. Wir haben noch ein bisschen Plastall, den können wir jetzt eigentlich da lassen. Neutramin, genau, Neutramin definitiv rüberschicken. Dann zum Beispiel das Trumbohorn, das können wir auch mal rüberschicken. Ist nicht so schwer, 3 Kilogramm. Die Sachen, die Hosen und sowas brauchen wir eigentlich nicht rüberschicken. Silber würde ich jetzt auch erstmal noch ein bisschen da lassen. Und vielleicht ein bisschen, ja, schicken wir ein bisschen Plaschall rüber. Und vielleicht Buffalo-Leder, das wäre auch nicht schlecht. Wobei, das brauchen wir eigentlich nicht rüberschicken. Wir schicken vielleicht noch rüber, ja, wir schicken den restlichen Stahl noch rüber. So. Und dann können wir definitiv hier noch eine Kapsel bauen. Und wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Holz hacken, weil wir momentan zu wenig Treibstoff haben. Aber an sich sollte das doch alles so funktionieren. So, schauen wir jetzt noch mal hier drüben vorbei. Guck mal kurz bei Chrissy vorbei. Wo bist du? So viele Kolonisten haben wir noch nicht und ich verliere jetzt schon die Übersicht. Okay. Ist alles in Ordnung. Sehr schön. Was fehlt uns hier für Stahl, Bauteile? Haben wir genug Bauteile? Sieht nicht so aus. Doch, haben wir eigentlich. Warum baut denn das dann keiner? Stahl, Bauteile. Ah, wir haben keinen Stahl. Ja, daran kann es liegen. Und ein Sklavenhändler. Und nochmal Biber. Biber können wir eigentlich lassen. Die brauchen wir erstmal nicht. Und was ist jetzt los? Oha. Bella. Oh, das ist schlecht. Moment, Moment, Moment. Voseline, du bist ein bisschen weit weg. Wo ist Komkold? Ist am Holz hacken. Goofy, bist du. Ja, dann Voseline, komm schnell. Vielleicht können wir Bella noch retten, aber ich denke. Ja, das war zu spät. So, wir beschießen jetzt den Rotfuchs. Der nervt mich nämlich. Und noch ein Wildschwein wurde zahm. Da schauen wir auch gleich vorbei. Aber erstmal kümmern wir uns um den Rotfuchs. Goofy, du kannst eigentlich auch gerne mit draufballern. Wunderbar. Ja, den können wir eigentlich. Ja, lassen wir ihn verbluten. Zwar nicht so schön, aber ja, ich meine, er hat unseren kleinen Hund, unseren kleinen Labrador gefressen. Da hat er nichts anderes verdient. Das Wildschwein ist jetzt weiblich. Ich glaube, haben wir noch das andere Wildschwein? Jawohl. Dann kriegen wir da auch mal Nachwuchs. Das ist nicht schlecht. Dann schlachten wir es auf jeden Fall nicht. Bringen dem vielleicht noch ein bisschen Transport bei. So, Kuhstier ist alles da. Die Katzen sind noch da. Wir können hier mal Transport beibringen, dem Spike. Und Boss natürlich auch. Boss ist mittlerweile auch ein bisschen größer geworden. Und dann vergrößern wir auch nochmal das Safe-Gebiet jetzt. So. Und die Tiere können wir jetzt alle ins Arbeitsgebiet reinsetzen. Dann dürfte das an sich passen. Die Wand ist schon gebaut. Dann können wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Wand bauen. Die Jade hier können wir noch abbauen. Wir müssen auf jeden Fall hier eine fette Mauer hinbauen, dass da keiner auf die Idee kommt, sich hier durchzubuddeln. Aber das dürften wir eigentlich auch hinkriegen. So, das ist jetzt fertig. Das hier auch schon fast fertig. Sehr schön. Fleisch haben wir noch genug. Uns fehlt es nur ein bisschen an den ganz normalen Nahrungs-, also an den vegetarischen Zutaten. Aber das kriegen wir ja hoffentlich auch demnächst hin, dass hier noch ein paar Kartoffeln wachsen, hier noch ein bisschen Reis. Wir könnten vielleicht die Anbauzone noch mal irgendwo vergrößern. Noch eine Boomratte wurde zahm. Was will ich denn mit den ganzen Boomratten? Ja, ich lasse einfach draußen stehen.
Ich könnte natürlich die eigenen Tiere abschießen, aber das ist auch nicht so toll. Ach ja, ich wollte dem Sklavenhändler noch was verkaufen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Machen wir das mal mit Cojones. Schauen, ob wir dem noch was Schönes verkaufen können. Wir werden auf jeden Fall nicht, Komboa werden wir auf jeden Fall nicht verkaufen. Aber wir werden ihm mal gucken, dass wir die Waffen verkaufen. Also, Bauteile verkaufen wir nicht. Beruhigungswelle brauchen wir eigentlich auch nicht zu kaufen. Bier wäre schon ganz interessant mal zu kaufen, aber brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. So, Langbogen zum Beispiel, Schrotflinte. Das kann alles weg. Der Brandgeschosswerfer kann auch weg. Kurzbogen, Pila, Langbogen, Kurzbogen, alles kann weg. Ich würde sagen, einen Brandgeschosswerfer behalten wir. Und den Rest verkaufen wir einfach. Das leichte Maschinengewehr behalten wir noch. Pila behalten wir nicht mehr. Schutzwesten und so, die können wir alle verkaufen. Die sind von Toten. Die hier können wir auch verkaufen. Die ist noch schlecht. Energieschilde können wir auch eigentlich verkaufen. Der hat, glaube ich, aber auch nicht so viel Silber. Dann behalten wir das Energiegeschild. Das ist noch gut. Das Überlegene behalten wir auch. Und den Rest lassen wir so. Wir können ihm sowieso nicht mehr verkaufen. Gut, da haben wir noch ein gutes Geschäft gemacht am Schluss. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.